Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Gesucht Flinkschnabel anzunehmen bei Steckbrief Schriftwolle. Das ist dieses Teil hier in der Bastion an dieser Stelle. Diese Quest ist ziemlich früh verfügbar. Ich bin Stufe 51 und habe an dieser Stelle hier mit der Hauptquestreihe aufgehört. Und dennoch ist die Quest verfügbar. Also mit 51 schon. Und hier wird es weitergehen mit der Prüfstein des Aspiranten. Interessiert mich aber nicht. Ich will euch diese Quest zeigen. Plus eventuelle Voraussetzungen, damit sie verfügbar ist. Ihr habt es ja gesehen. 51, Hauptquest war ja nicht weitergemacht. An der entsprechenden Position und die Quest hier ist dennoch verfügbar. Nutze hier diese Plattform, dadurch komme ich hier hin. Dadurch habt ihr jetzt auch gesehen, wie man da hochkommt. Man muss nämlich die Plattform da oben nutzen. Und jetzt zeige ich euch, wo dieser Flinkschnabel zu finden ist. Ich hoffe, seine Position verändert sich nicht, denn ich nehme die Quest auf dem Beta-Server auf. Und da könnte es schon sein, dass er nicht da ist, beziehungsweise dass er verlegt wird. Also, hier ist Schlingschnabel. Die Quest ist ausgelegt für 3 Spieler. Ich werde es aber dennoch alleine versuchen, denn wie gesagt, Beta-Server, nicht so viel los. Ich hätte zuerst den anderen Cooldown aktivieren sollen und dann diesen hier. Aber bis jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus. Werde auch nochmal die Map aufmachen, weil ich glaube, die war ziemlich kurz auf. Ich brauche ganz viele Todesstöße, damit ich mich gegenheil. Jetzt schaut es ganz gut aus. Und jetzt ist er tot. Und nicht vergessen zu looten. Denn ihr benötigt seinen Schnabel. Also, hier stand dieser Schlingschnabel. Und dann darf man zum Abgeben gehen. Jetzt laufe ich einfach hier weiter und bin auch gleich schon am Zielpunkt. Bin froh, dass das geklappt hat. Ich schätze mal, mit anderen Klassen könnte man Probleme haben. Quest ist abzugeben bei Gerdus in der Bastion an dieser Stelle. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und gutes Gelingen. It's okay, Ende.